Und damit herzlich willkommen zum KI-Kampf der Steuerflüchtigen gegen das Finanzamt. Ganz ehrlich vorweg, ich habe keine Ahnung, ob dieser KI-Kampf gebalanced ist. Ich habe ihn vorrangig deshalb genommen, weil ich die Idee so super fand. Also ich habe es in den Kommentaren gelesen, dachte mir einfach, jo, das mache ich so. Und zwar haben wir auf der Seite der Steuerflüchtigen die Schlange, sollte mit am offensichtlichsten sein. In der Hauptstory war die Schlange ja auch der Herzog, der ja in die neuen Kolonien versetzt wurde, weil eben nicht alles abgegeben wurde gescheit an den Herrscher, an den jeweiligen. Dementsprechend bei der Schlange gibt es sehr viel Sinn. Beim Abt, da gibt es deshalb Sinn, weil der ja immer Geld hat. Also irgendwo muss das ja herkommen. Also das ist, höchstwahrscheinlich ist das einfach so, dass der die gesamte Steuer nie angibt, die er reinkriegt. Und beim Emir, das am ehesten, wo ich überlegen musste, hauptsächlich auch, weil er Geld gescheffelt hat, vor allem in Vanilla. Aber allgemein könnte man vielleicht auch so sehen, dass er vielleicht auch aus Balancing-Gründen drin ist, weil irgendeine andere KI, die da reinpassen würde. Wir bräuchten schon etwas stärkere. Und ganz ehrlich, der Emir, der muss da auch viel beiseite schaufeln, denn seine Mutter hat einen großen Appetit und da muss noch eine Menge Geld übrig bleiben für. Und ja, auf der Seite des Finanzamts, ja, wen sollte man am besten nehmen, ne? Dreimal hier den Sheriff, besser kann es nicht gehen. Und ich würde sagen, soweit alles festgesetzt. Und übrigens, wir spielen hier mit der Einstellung, dass immer nur auf den Reichsten gegangen wird, einfach weil das für dieses Szenario einfach den meisten Sinn ergibt. Also, natürlich, klar, Finanzamt geht auf den, der die meiste Kohle hat. Das war schon immer so, das wird sich nicht ändern. Du wirst plötzlich ultra interessant, sobald du Geld hast. Kann sein, dass ich... Moment mal kurz. Bitte gehen wir mal auf normal. Ich habe nämlich vor kurzem ja den anderen KI-Kampf aufgenommen und da habe ich eine andere Version gespielt und da haben sich ein paar Sachen zurückgesetzt. Wollte ich gerade sagen, ab, machst du mal was? Also, der Emir könnte wirklich so jemand sein, der irgendwo eine Briefkastenfirma hat, um Steuern zu sparen. Der schaut mich schon so aus. Oh. Bitte, Map, mach keine Ahnung. Vielleicht müssen wir die Map wechseln. Na, wisst ihr was? Wir nehmen eine andere Map. Ich glaube nicht, dass das platztechnisch hinhaut. Dann mal ganz kurz Reset und wir nehmen einfach den Klassiker unter allen Maps und zwar den grünen Punkt. Übrigens, mir wurde eine 4. Hat jemand extra auf Discord mich angeschrieben. Ich habe eine 4 gegen 4 Karte erstellt, wenn du sie angucken willst. Ich tue rein und denke mir, alles klar, also die hätte ich auch selber hinbekommen, glaube ich. Moment. Einmal kurz. Wir wollen der grüne Punkt. Ja, der grüne Punkt ist so der Klassiker, der geht eigentlich immer. Da können wir hier die drei Sheriffs in diese Ecke packen. Die anderen drei Sheriffs in diese Ecke. Damit macht man einfach nichts verkehrt. Klar, es ist nicht die originellste Map, aber es ist einfach die Map, die hier am bewährtesten ist. Und auch genug Platz für alle KIs bietet. Machen wir die drei hier. Da habt ihr es mal ganz unten in der Mitte. Würde ich es einfach mal fair nennen. Komm, machen wir es so. Emir unten. Schlange oben links. Da, ja, so soll es hin. Gut, dann machen wir es nochmal. Das gleiche Spiel nochmal. Let's go. Interessant, dass der Emir in die Richtung ausgerichtet ist. Aber der Emir hat hier eh eine Verteidigung, die in alle Richtungen gleich ist. Von daher passt das, denke ich. Alright. Jetzt macht der Abt doch viel schneller los. Ich glaube, da war echt was mit der Map. Ja, ich merke gerade, dass diese 3 gegen 3 Map nicht für alles geeignet ist. Viele haben auch geschrieben, dass letztes Mal einige KIs auch nicht vollständig bauen konnten. Deshalb, wir bräuchten echt bessere große Team-Maps. Okay. Wir haben erste Katapult-Battles zwischen Emir und Sheriff. Die Steuern sammeln sich ja nicht von alleine ein, ne? Dann gucken wir mal, welches Team sich hier, ob die Steuerfreiheit siegt oder das Finanzamt. Im Übrigen ist der Sheriff ja eigentlich auch einer von den Kandidaten, die so viel Geld hortet, dass man sagen könnte, dass er Steuern hinterzieht. Aber ganz ehrlich, Sheriff ist ja der Steuereintreiber. Schlechthin. Deshalb, gut, okay, dass der viel Geld hat, weil er die ganzen Steuern eintreibt, da gibt dann auch wieder Sinn, ne? Da haben wir schon die erste kleine Meuchelmörder-Aktion. Und der Emir durchaus mit Problemen, sich hier wieder halbwegs aufzubauen. Oh, die Schlange kommt vorbei. Das jetzt im frühen Status irgendwie mit Sklaven anzubrennen, könnte für den Sheriff echt ziemlich kritisch werden.
Übrigens, die teilen sich gerade überall auf, kann das sein? Ja klar, geht von innen an die Mauer ran. Das ist ja clever hier. Und das funktioniert. Das ist das, was mich am meisten fertig macht. Das funktioniert. Oh, ja, also die Schlange hat durchaus. Das war gefährlich. Ein bisschen, so halbwegs. Der Abt muss auf kurz oder lang einige von seinen Getreidefarmen auflösen, dass das hinhaut. Aber ansonsten passt das von der Burg. Okay. Oh, der Abt mit einigen Katapulten hier am Start. Aber darf nicht vergessen, wir haben dreimal Sheriff. Und Sheriff ist vor allem Endgame-lastig extrem stark. Also ich glaube, je länger das Spiel geht, desto höher sind wirklich die Chancen für die drei Sheriffs. Vor allem, wenn nicht frühzeitig einer besiegt wird. Wenn es zwei sind, wird es vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Denn der Abt ist zwar auch stark, klar. Gehört jetzt sogar mittlerweile zu den stärksten KIs. Und ist im direkten Duell auch stärker als ein Sheriff. Aber zwei Sheriffs wird der Abt schon Riesenprobleme haben. Emir kann vielleicht mit einem einzigen Sheriff mithalten auf irgendeine Art und Weise. Und die Schlange ist im Endgame gar nicht mehr zu gebrauchen gegen die Schwertkämpfer vom Sheriff. Das bedeutet, ja, die Schlange muss ihren Wert jetzt noch... Wieder einfach alle abgeschossen wurden. Ein bisschen... ausspielen, solange es noch halbwegs hinhaut. Und wie gesagt, ab einem gewissen Punkt werden die Sheriffs hier die Macht übernehmen. Wenn sie ungestört bleiben. Wenn sie weiterhin so beschossen und genervt werden, ist es natürlich was anderes, weil das wird ihn natürlich hinauszögern. Eigentlich müssen Schlange und Emir nur auf Nummer sicher gehen... Sheriffs weit genug zu unterdrücken, und zwar alle drei im Idealfall, dass sie nicht großartig angreifen können und der Abt dann das Wettrüsten führt. Uiuiui, Schnetzeln in der Mitte! Wir sehen erste Mönche. Kann sein, dass der Abt jetzt auch angreift? Oh, die Katapulte jetzt da hoch. Na gut, da es ja immer auf den Reichsten geht, haben wir jetzt natürlich so einen Switch. Deswegen könnte natürlich auch die Schlange unter Umständen sehr gute Karten haben. Schlicht, weil die Schlange ja meistens ihr Geld ausgibt. Außer wenn sie jetzt gerade mitten am Angreifen ist. Eigentlich ist der Abt derjenige, der das Geld hortet. Und das bedeutet, dass der Abt wahrscheinlich das Ziel sein wird. Was heißt, das Team da unten hat eigentlich ganz gute Karten. Na gut, sagen wir es mal so, wenn der Abt fällt, ist der Kampf eh verloren für das Team da unten. Aber wir haben nicht die Situation, dass jetzt einer von den Schwächeren, also vor allem die Schlange oder sowas, jetzt erstmal weggesniped wird und es wird ein 3 gegen 2 und dann wird es echt haarig fürs Team. Weil auch wenn die Schlange im Endgame nicht viel beitragen kann, es ist trotzdem die wichtige Unterstützung. Farmen, uns zu unterdrücken, an sich Stress zu machen auf irgendeine Art und Weise. Hier und da mal ein paar Katapulte. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen, wir hatten jetzt beim Stream, beim Knack den Wolf-Stream gesehen, was die Schlange langfristig durchaus für einen Impact haben kann, selbst im späten Spiel. Klar, längst nicht so viel, wie es jetzt Emir und Abt tun würden. Aber trotzdem gut genug, um zu einem guten Zeitpunkt und von einem guten Winkel durchaus was anrichten zu können. Ja, die Leiterträger machen durchaus auch einen guten Job, seitdem die ja gebufft wurden. Also gebufft, also vor allem hier gefixt wurden. Aber kam trotzdem nicht viel bei rum. Okay, wir hatten auf jeden Fall einiges hin und her, aber... noch nichts Relevantes. Ja, der Abt natürlich mit dem meisten Geld. Und das lässt sich das Finanzamt nicht zweimal sagen. Apropos, ja, da kommen die ersten Abtangriffe mit Gepanzerten. Das könnte jetzt interessant werden. Das ist das, was ich meine. Die Schlange kann langfristig schon allein mit den Störkatapulten hier auf dem Säckchen vom Sheriff ein bisschen rumtrampeln. Ja, genau, ihr habt mich richtig verstanden. Oh, der Emil noch dazu. Jetzt kommt noch der Sheriff. Hey, sag mal, jetzt will jeder hier gleichzeitig mal ran, oder? Oh, und jetzt noch der Abt unten. Alter, die Katapulte sind ja gerade noch und nöcher in die Löcher. So weit abgewehrt. Hier noch weitere. Gott, gerade überall was los. Hilfe! Noch mehr Sheriff-Angriffstruppen, die sich mit den Gepanzerten vom Abt anlegen.
Keine Sorge. Die Katapulte hier. Herr von Stirling. Die Katapulte kann man als auf geringwertige Wirtschaftsgüter abschreiben. Deswegen ist er Steuerpflichtling. Der hat alles falsch abgeschrieben, ne? Genau wie seine Doktorarbeit. Der hat auch abgeschrieben. Die Schlange mit einem Angriff nach ganz... Oh Gott, das ist gerade zu Das ist halt wieder das von wegen alle aufs meiste Geld. Das wird so verwirrend. Jeder möchte überall gleichzeitig hin. Das größte Problem ist, da wir dreimal Sheriff haben, ist es schwer zu sagen, wer von denen jetzt der bessere Geldscheffler ist, ne? Na gut, okay, der Abt natürlich. Der Abt ist einfach die Bank. Drei Sheriffs gehen zum Casino, ne? Und der Abt ist die Bank. Genau so läuft's. Ah ja, was ist denn das schon wieder? Die Katapulte. Das ist ja verrückt. Die Gadabulde mit G und dann mit Doppel-D. Also da, mit dem Bombardement, wenn das auf jeden Fall aufrechterhalten werden kann, was ziemlich schwierig wird mit dem Sheriff-Angriff hier. Boah, die Schlange jetzt auch noch da. Das ist ja Wahnsinn. Also der Sheriff kann hier wirklich zur Bewusstlosigkeit gebombt werden. Da haben wir eine kleine, kann sein, dass der Abt deswegen so viel Geld spart, weil er aktuell nicht... Ich glaube, sein Angriff ist festgefahren, oder? Aber auf lange Sicht wird er sich bestimmt wieder beruhigen. Garantiert, natürlich. Okay, Emir hat es geschafft, hier gut abzuschießen. Nur ein Teil der berittenen Bogenschützen geht an die Mauern. Ich weiß gar nicht, wo ich zugucken muss. Hier passiert überall was gerade. Aber der Abt ist gerade ein bisschen am Schnarchen. Und das könnte ein Problem für das Team werden. Ich meine, er hat jetzt richtig viel Geld. Aber genau das. Er ist halt gerade schutzlos. Aber vielleicht wird er dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Oh, Doppeltgeräte. Aber sie stellen sich so auf, dass... Wird so gesehen? So gesehen habe ich das Team da unten schon ziemlich bevorteilt, dass ich den Abt da unten in die Ecke gesetzt habe. Weil die müssen ja wirklich durch diesen Tunnel zwischen Abt und... zwischen Emir und Schlange durch. Ja, das ist ja eigentlich auch offensichtlich, dass die dann auf dem Abt gehen, weil der das meiste Geld hat. Ah, passt schon. Darf nicht vergessen, Emir und Schlange haben vorrangig Bogenschützen und sobald der Sheriff später mit den Schwertkämpfern anrückt, wird es mit dem Abt eh gewesen sein dann. Und um ein weiteres ausgleichendes Argument zu bringen, der Abt ist eh festgebackt gerade. Und noch hinzuzufügen, der Kampf war, bei dem Kampf war ich mir eh von Anfang an unsicher, ob er gebalanced ist oder nicht. Das ist nur ein reiner Funpark hier. So, das ist... Der Abt müsste halt jetzt mal wirklich... Er hat halt immer noch seine Angriffsmönche hier. Gut, ich meine, in der Zwischenzeit nutzt er, um hier Katapulte rauszudrücken. Und das nicht zu knapp. Aber trotzdem, jetzt zieht er sich mal zurück. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder neue. Ne, ja, jetzt rekrutiert er. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Er hat zwei oder drei Angriffe ausgesetzt quasi. Auf diese Art und Weise. Ja, Feuerballisten, die könnten wirklich ziemlich gemein werden, irgendwann. Der Emir ist aus, sieht mir auch sehr gut brennbar aus. Echt schöne Burg. Wäre doch schade, wenn der etwas zustößen könnte, weil ein gewisser jemand seine Steuern nicht bezahlt hat. Ja, wir haben dann schon... Oh Gott, die Katapultfront tut mir jetzt schon leid. Autschi. Oh, die Also die Schlange haut jetzt auch... Also der Sheriff hier, der ist wirklich das größte Opfer gerade. Lustigerweise bleiben die auch beim Ziel auf diesem Sheriff, ne? Warum auch immer? Weil der hat noch nicht mal das meiste Geld. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Minimal. Alter, Falter. Okay, er kommt raus. 3, 2, 1, ich komme. Die Ballisten von der Schlange könnten natürlich ultra viel Schaden anrichten, wenn die mal anzünden. Oh, der Abt ist wieder am Ausrücken. Oh, okay.
abgreife dann die Richtung an und oh Mann. Es ist wirklich totales Chaos. Man erkennt keinen Schlachtplan, einfach jeder greift irgendwo irgendwie an. Okay, die Sheriffs, die haben ein festgelegtes Ziel. Das mit dem meisten Geld. Die anderen natürlich auch, aber bei drei Sheriffs ist das natürlich so ein Münzwurf wieder. Ah ja, ja, ja. Der Sheriff kriegt ein bisschen aufs Maul. Ist echt alles voll. Zwischenstand. Wer hat das meiste Geld? Wer hat das meiste Geld? Ja, jetzt sind die Mönche da mal ein bisschen versammelt. Ich glaube, die sind so als Nachhut da, um dann später nachzurücken, wenn man offen ist. Was aber aktuell nach aktuellem Stand hier nicht wirklich passieren wird. Okay, der Beschuss hier tut jetzt wirklich weh. Die Schenken, die kaputt gehen, wenn Kirchen kaputt gehen. Wenn die Sklaven mal ein bisschen weiter vorgehen, dann wird das um einiges mehr Aua machen. Alter Falter. Zack, da hat's wieder was zerlegt. Ja gut, das ist natürlich der Vorteil, dass der Abt weiterhin angreift. Jetzt vor allem, oh, guck dir noch die Katapultkarawane an. Alter, der Abt ist manchmal wirklich übelst am Berserken, was die Katapult-Spam angeht. Also nicht immer, weil das ja immer wieder mal rumbacken, rumglitschen kann oder sonst irgendwelche Probleme macht. Aber der Abt ist wirklich der, der mit am meisten abgehen kann, was Katapult-Spam angeht, wenn alles richtig läuft. Also das ist leider nicht immer reproduzierbar. Das heißt nicht in jedem Kampf, aber wenn der Abt das mal richtig wissen will, dann kann der manchmal wirklich Katapulte rausdrücken. Das ist nicht mehr lustig. Okay, Emil sucht sich ein neues, anderes Ziel. Ich meine, die beiden Sheriffs hier werden schon ziemlich gut geschwächt, das muss man ja sagen. Hier wird jetzt tatsächlich... Oh, der Emil macht mal sinnvolle Sachen mit seinem berittenen Bogenschützen. Was geht denn ab? Okay, ich habe nichts gesagt. Meine Güte. Entschuldigung, dass ich dich gelobt habe, Emil. Muss nicht gleich alles rückgängig machen. Der Sheriff geht gerade wirklich aufs Maul. Also wirklich auch so, dass es weh tut, weil es sind immer teure Gebäude, die hier kaputt gehen. Jetzt haben wir noch einen Emil mit seiner Karawane, der hier so einen kleinen... Ja, nee, der Sheriff hat einen besseren Knubbel gerade. Lustigerweise bleibt er noch als Angriffsziel festgelegt. Einfach weil die Mönche backen sich einfach bei Emils Burg fest. Verrückt. Aber der Sheriff ist quasi aus dem Rennen. Aber das allergrößte Problem ist, der Abt halt eben auch, solange er auf diesen Sheriff jetzt rumschießt und nur mit ein paar Mönchen rumsteht. Okay, Schlange weiter am Schießen. Die Schlange bräuchte wirklich nur einmal so eine Störfeuerballiste. Alter, der Michael Jackson-Bogenschütze da gerade eben. Aber die Schlange macht ja keine Störfeuerballisten. Das ist nur für einen Angriff, aber das könnte ja vielleicht reichen. Echt Wahnsinn. Ey, ganz ehrlich, es passt eigentlich, dass wir auf dem grünen Punkt kämpfen, weil das hier ist die Steueroase, um die gekämpft wird. Jawoll! Der Abt ist halt wirklich der Endgegner fürs Finanzamt, das ist echt Wahnsinn. Es passt schon ganz gut, dass der da hinten ist. Oh, die Feuerballiste vom Emir natürlich könnte langfristig echt Schaden anrichten. Aber gleich ist natürlich auch mit den Sheriff-Angriffen auf den Abt. Ich wollte schon den Abt-Angriff auf den Sheriff, andersrum. Sheriff-Angriff auf den Abt, die werden halt langsam auch mächtiger. Und wenn dann mal bald eine richtig fette Panzerkolonne mit dabei ist, dann wird das schwierig für den Abt, das abzuwehren, ne? Genau. Ja, die werden jetzt hier gerade richtig schön beschossen, weil sie sich hier sammeln. Ein Klassiker für Jung und Alt. Aber es sind bis jetzt echt noch wenig Schwertkämpfe. Der Sheriff, warum will ich immer Abt sagen? Der Sheriff ist noch weit davon entfernt, den Abt umzunudeln. Aber ja, ich erkenne das Problem daran, dass der Abt in der Ecke ist und alle meine Verteidiger hier vorbei wollen. Oh, der Emil wird am Ausrücken.
Im Falle sollte der Kampf jetzt sehr, sehr schnell gehen. Also ich würde gar keine Rückrunde machen, aber im Falle können wir eine Rückrunde machen und wir packen den Abt an der Seite oder so. Aber ich glaube, das wird noch schlimmer, weil der Abt ist in im Nahkampf um einiges schlimmer, als man meinen mag. Weil wenn er den Gegner direkt nebendran hat, seine Katapulte halt die ganze Zeit also richtig durchdrückt. Also nicht nur so ein bisschen, hier so eine Karawane vorbeischickt, sondern wirklich Katapulte stellenweise macht, dass der beim Sheriff kein Stein mehr übrig bleibt am Ende. Aber wenn der Kampf halbwegs schnell geht, dann können wir nochmal schnell eine Rückrunde aufnehmen. Gleich sofort. Mit getauschten Positionen, dass die Schlange von mir aus unten ist. Dass Emir und Ab vorne sind, weil das sind auch die, die höchstwahrscheinlich angegriffen werden. Wegen Geld. Okay, dass der rote Sheriff angegriffen wird, ist natürlich nicht die beste Lösung. Ja, tut mir leid, die brennt leider nicht. Jetzt doch. Okay, der Sheriff macht einen Angriff raus. Und da kommt noch der schwarze Sheriff dazu. Ach du liebe Zeit. Aber jetzt hat der Abt mal so angegriffen, dass auch wirklich alle Truppen raus sind. Dass er jetzt auch mal wirklich gleich wieder neu rauspumpt, ne? Eigentlich müsste der Angriff jetzt aufgehört haben und jetzt soll es dann weitergehen. Alter Falter. Die Kolonne an Armbrustschützen ist ja der Wahnsinn. Die ja nach und nach geprügelt werden. Und abgeschossen. Ja, ich glaube, wir brauchen den Abt doch an der Seite. Das kann man nicht mehr schönreden. Wie die da alle sich hier... Der Abt spielt gerade effektiv Tower Defense. Und Schlange und Emir sind die Tower. Kann man Tower Defense eigentlich auch mit dem Laptop spielen? Da muss man da zwingend PCs in den Weg legen. Ich meine, der Abt macht gerade wirklich hier der Steuerase, die Steuerase, die er sein soll, das macht er gerade wirklich alle Ehre. Das ist der Typ, der hortet und hortet und hortet. Das ist Abtubert Duck. Nee, wäre Dagobert Abt, ne? Dagobert Abt. Kein Wunder, dass sich der Sheriff gleich hier verdreifacht hat. Nur ein einziges Zelt, was ist denn jetzt los ab? Sheriff gleich mal verdreifacht, wie gesagt, einfach nur weil... Hallöchen, da gibt's ein bisschen was zu holen. Okay, die Schlange hat gerade gute Vorarbeit geleistet. Der Pechgraben wurde angezündet, die Bogenschützen machen Arbeit, die Katapulte machen Arbeit. Es könnte sein, dass der Abt jetzt natürlich da gut Aua machen kann. Andererseits der Sheriff hier von Derby mit ganz gut was an Truppen noch da. Quetsch, quetsch, quetsch. Alter Falter, die Katapulte mal wieder, ne? Aber lustigerweise schießen die Katapulte alle nur so in diese Richtung, statt da die Burg zu beböllern. Nur die vom Abmachen. In den guten Winkel. Noch mehr Sheriff-Angriffe. Ja, das bleibt wohl eine lange Zeit unentschieden. Der Abt wird da jetzt auch noch nicht durchkommen. Die Sheriffs werden die ganze Zeit abgehalten. Ich hätte wirklich gedacht, dass das Match vielleicht ultra schnell gehen könnte, aber... vielleicht nicht mal unbedingt. Alter Falter, alleine der schwarze Sheriff jetzt hier, der könnte schon einfach beim Vorbeigehen den Emir räumen so langsam durch die Armbrustschützen. Okay, wir sind jetzt langsam immer mehr durchkommen. Das Übel ist, wer auch immer den Abt besiegen kann, kriegt so eine Geldspritze, dass das Match sowieso ruckzuck vorbei sein wird danach. Oh, der nächste Sheriff kommt raus. Oh, und der Emir mit einem Konterangriff. Das könnte natürlich effektiv sein, weil gerade der Sheriff ja eben ausgerückt ist und auf dem Bergfried hier ist jetzt gar nichts. Es sei denn natürlich, die ganzen Berittenen machen mal wieder den Nahkampfmodus an.
Ah, die sind jetzt durch, alles klar. Der Sheriff hier ist soweit abgewehrt worden. Ja, jetzt müssen die halt ein bisschen schauen, wie sie irgendwie mal... Ah, die kommen da sowieso alle durch, ne? Ah ja, das ist ja der Vorteil, dass die jetzt das Tor aus eingenommen haben. Dann kann jetzt diese Panzerkarawane da einmal durch. Aber die Armbrustschützen machen da in der Zwischenzeit sehr, sehr viel Schaden. Guter Sheriff, schlechter Sheriff. Dachte ich, die Sheriff, so, wir spielen jetzt guter Sheriff, schlechter Sheriff. Luz ist der gute Sheriff, permanent im Urlaub. Also, das sind drei schlechte platziert. Hulla, ja, genau, ab das ist das, wovon ich rede. Da ist meine Apfelfarm hier reingeklatscht, ne? Das ist wie so eine Art Türstoppe. Ja, und jetzt noch die Ja, also dazu würde mich echt wundern, wenn da irgendwas übrig bleibt. Aber ich glaube, dieser Massenbeschuss wird dann eher die eigenen Truppen zermatschen hier die ganze Zeit. Das Beste, was die Schlange machen könnte, ist, dass da jetzt Truppen hochgehen, die effektiv das Tor aufmachen. Jetzt brennt der Sheriff. Da hat er sich einen guten Zeitpunkt für ausgesucht, denn jetzt kommen die Abtruppen ran und verbrennen hier. Aber es tut trotzdem weh und jetzt verbrennen auch die ganzen Truppen von ihm hier drin. Tut ein bisschen weh. Wohlgemerkt. Ja, aber er hat sich löschen können. Gut, okay. Ja, es ist trotzdem eine riesen Katapultkarawane auf dem Weg, aber trotzdem... Bam, 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 bam. Aber wie sie jetzt alle dahin schießen, ne? Wirklich, 90% der Steine sind einfach immer gewastet, die hier reingeschossen werden. Jetzt werden sie alle abgeschossen, weil sie zu nah rangehen an die Burg. Aber die Feuerballiste ist noch da und das könnte halt was ausmachen. Muss nur mal das richtige Gebäude wieder brennen und dann geht der ganze Spaß wieder los. Nur tun böse Dinge für gewöhnlich nicht brennen. Da müsst ihr dann eigentlich wieder relativ schnell angreifen. Und weg. Aber gut, der Sheriff hat sich... Aber gut, wir haben ja schon mal öfters gesehen. Der Sheriff hat wirklich dieses Auferstanden aus Ruinen. Also der Typ ist wirklich wie Phönix aus der Asche. Ständig, wenn man denkt, der ist aus dem Spiel draußen, ist er plötzlich wieder aufgebaut. Und defensiv halt einfach nur auch sehr, sehr stark. Der Sheriff kombiniert halt wirklich sowohl defensiv schwach zu sein, als auch extrem stark, weil der ist fast unverwüstlich. Der ist wie so eine Zecke oder eine Kakerlake oder sowas. Aber andererseits ist er halt auch sehr anfällig gegen sowas wie Feuer oder sowas. Also er ist sehr anfällig, aber gleichzeitig kriegst du ihn trotzdem nicht so wirklich tot. Also zumindest als KI nicht. Als Spieler, mir ist bewusst, dass man das unterscheiden sollte, aber in KI-Kämpfen ist der Sheriff oftmals unverwüstlich einfach nur. Du kriegst ihn extrem geschwächt, aber du kriegst ihn nie kaputt. Alter, was ist denn hier alles am Marschieren? Also wenn es noch länger an einem Unentschieden endet, dann tue ich vielleicht vorher das Spiel neu starten und mal mit einem Abt an der Seite machen. Aber auf diese Weise könnte das wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Weil so kommen die Sheriffs nie beim Abt rein. Selbst wenn seine Armee nicht anwesend ist, guck mal an, wie viel da ankommt. Okay, auf wen möchte der Abt jetzt gehen? Oh nein, der möchte auf den Roten. Ah, alles klar, Herr Kommissar. Nee, er möchte auf den Schwarzen von der Seite. Ich meine, wenn der eben jetzt auch noch angreift, dann wäre das vielleicht ein ganz guter Kombinationsangriff. Aber auch nur dann.
Oh, hier wird mal ein bisschen Storos angegriffen. Ah doch, der Emir kommt mir dazu, wie es aussieht. Interessant. Ja, das könnte dann vielleicht sogar halbwegs effizient werden. Abt ist jetzt soweit fast abgewehrt. Ich meine, ein bisschen was ist hier. Oh, und die Schlange kommt auch mit dazu. Jetzt wollen sie es wissen. Jetzt wollen sie es wissen. Das könnte ein Knubbel werden. Also die Schlange holt sich das hier. Oh Gott, das Feuer hier. Nee, Sheriff wird durch die Feuerwerfer gerettet mal wieder. Die KI wird durch Feuerwerfer gerettet? Sowas passiert doch eigentlich nie. Komisch. Das allergrößte Problem mit der Einstellung Reichster ist, der Sheriff ist jetzt wirklich komplett am Ende. Aber jetzt, da er so am Arsch ist und nie Geld haben wird, wird er jetzt in Ruhe gelassen, bis er sich wieder aufgebaut hat, ne? Das ist so die Schlussfolgerung, die da entsteht von. Na gut, andererseits, in der Zwischenzeit kann der beim großen Kampf nicht mehr großartig mitmachen. Okay, man muss wirklich sagen, Sheriff oftmals wie Phönix aus der Asche, aber bis der sich davon erholt hat, wird wirklich Zeit vergehen. Das ist ja wirklich nur noch Ruinen übrig. Ja, jetzt wird hier noch restlich angezündet ein bisschen. Obwohl, seine Eisenminen laufen weiterhin. Und die Steinbrüche. Also, Lieferungen müssten noch durchkommen. Aber gut, okay, wenn immer wieder so eine Kirche zwischen den abbrennt. Ist das irgendwo böse? Zack, die Brauerei wird abgebrannt. Okay, jetzt ist der Angriff abgesagt. Er ist abgeblasen. Der Sheriff rennt halt wieder ins Verderben. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Abt an der Seite. Das gibt dann nochmal ein Rematch gleich danach. Gleich in Folge. Das wird dann wahrscheinlich auch schneller gehen. Dadurch, dass der Abt leichter angreifbar ist und dass der Abt selbst leichter angreifen kann, wird es wahrscheinlich schneller ein Opfer geben, egal auf welcher Seite. Ich glaube, der grüne Punkt ist so, gerade wie wir es hier aufgestellt haben, wäre eigentlich die perfekte Map für eine auf den nächsten gehen Strategie. Dass der Kampf am interessantesten wird, aber wie gesagt, für die Thematik, dass das Finanzamt hier unterwegs ist, muss der Reichste angegriffen werden. Beziehungsweise, es muss um Geld, sagen wir es mal eher so, es muss ums Geld gehen. Alles muss sich ums Geld drehen gerade. Ich meine, hier wird zwar ein bisschen durchgeknabbert. Ah, jetzt ist er fast durch. Aber der Abt alleine wird er wahrscheinlich nicht. Nee, das ist schon wieder abgewehrt worden. Wie schaut's mit dem? Oh Gott, der hat sich wieder, wie schnell er sich wieder aufbaut. Das ist Wahnsinn. Okay, ich gucke mir noch ein paar Angriffe an. Wenn es wirklich keinerlei Fortschritte gibt in der Hinsicht, dann starte ich das Ding wirklich nochmal neu. Weil auf die Weise, ja wie gesagt, die Sheriffe machen nicht wirklich einen Fortschritt. Das wird nur eine halbe Stunde dauern, bis die da wirklich was bewirken. Die andere Seite hängt da auch ewig fest. So gern ich auch die Statistiken sehen würde. Aber ich glaube, dann machen wir gleich sofort dann den Neustart. Sollte sich jetzt die nächsten paar Male nichts tun, dass das Ding jetzt keine 2 bis 3 Stunden lang wird. Oh, jetzt wollen alle da oben. Ich meine, dass alle da oben lang laufen, ist sogar noch die wahrscheinlichste Variante, dass hier einer Erfolg hat. Also jetzt wollen die alle hier. Warum wollen die alle durchfahren? Die halten sich für Ramböcke. Okay, der Emir jetzt hier oben am Angreifen. Okay, jetzt gehen sie wenigstens halbwegs konsequent auf diesen Sheriff drauf, aber der hält sich halt trotzdem. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, okay, Entschuldigung. Ne, Emil wird mittlerweile echt Konsequenz abgewehrt. Okay, dass der Abt jetzt auch noch hier angreift. Boah, vor allem, weil dieser Sheriff ja nur 200 Truppen hat. Also sollte jetzt das Feuer nicht mal wieder Wunder bewirken, könnte das was werden mit dem Angriff. Jetzt wird hier wieder durchgeschossen, so und dasgleichen. Ja genau, dieses Torhaus müsste eigentlich kaputt gehen. Dann wären die Chancen sehr gut. Ah, da ist offen. Ein Salzstreuer-Eintreiber. Oh, die Feuerwerfer halt, ne? Du kriegst den nicht kaputt. Das ist dieses Sultan-Phänomen.
Jetzt baut er sich halt wieder auf, ne? Oh Mann, ich bin so hin und her gerissen, ob ich das Ding jetzt neu starte. Mit anderen Positionen oder noch ein bisschen weiterlaufen lasse. Weil auf irgendeine Weise sieht man ja Fortschritte. Aber auf der anderen Seite sieht man sie wieder nicht. Ich bin halt trotzdem neugierig, was mit dem nächsten Angriff passiert. Das ist ein Livestream, würde ich euch ja entscheiden lassen. Aber das ist jetzt eben eine Aufnahme, ne? Schwierig. Ich meine, ihr seht es höchstwahrscheinlich als Premiere, aber das heißt nicht, dass das Ding live ist, ne? Haben wir auch manchen Leute durcheinander gebracht. So, da ist man wieder offen. Die Schlange hat noch die besten Chancen. Wenn die irgendwann richtig, richtig viele Lanzen drin hat, um da einfach durchzuknubbeln, dann könnte das auch durchaus was werden. Einfach weil die so schnell sind. Jetzt wollen die halt wieder hier durchfahren, weil das Tor aufgemacht wurde. Katapulte sehen das immer als offenes Einladungsschreiben an. Okay, aber irgendwann wird der Sheriff genug Schwertkämpfer haben, weil... Ganz ehrlich, die Bogenschützen von Schlange und Emir werden das auch nicht ewig abwehren können. Irgendwann werden es einfach so viele Schwertkämpfer, dass sie einfach durchmarschieren. Oh, da kommt der Emir wieder raus. Holt sich aber eben vorrangig den... Oh, dass der Turm jetzt geleert ist, ist natürlich gut. Jetzt wird er nicht abgebrannt. Und der Abt kommt auch raus. Also wenn es noch mehr Schwertkämpfer, könnte das wirklich kritisch werden. Okay, der Abt greift den an, der Emir greift den anderen an. Das ist total verwirrend gerade. Nee, Moment, der Emir greift da oben an. Ja, gut. Okay. Die Abtflut ist da drüben. Nee, der Abt geht auch mit auf den... Okay, einmal am Sheriff vorbei, das, die haben jetzt das gleiche Problem. Vielleicht mache ich, was die Position angeht, sogar so. Wollen wir das wirklich mit diesen Ecken machen? Vielleicht stellen wir die einfach gegenüber. Ja, ich glaube, wir stellen die in einer Reihe auf. Eine linke Seite und eine rechte Seite beispielsweise. Ich glaube, das wäre besser. Statt Ecken zu haben. Dann vermeiden wir solche Sachen, dass einer hier so... einen ultimativen Schlauch bildet. Ah, der Sheriff hier wird bald wieder angreifen. Ich meine, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Schlange den killen kann, wenn sie direkt in den Konterangriff angreift mit richtig vielen Lanzenträgern, nachdem der Sheriff da rausgerückt ist. Sagen wir mal, warten wir noch, bis es 12:50 ist. Wenn bis dahin nicht irgendwie was entschieden wurde, dann können wir eigentlich sagen, wir starten es nochmal neu. Mit besseren Positionen. Okay, der orangene Sheriff kommt raus. Lässt sich gut von der Schlange abschießen, tatsächlich sehr gut sogar. Und wenn jetzt ein Konterangriff kommt auf den hier, was durchaus passieren kann, weil der jetzt natürlich wegen seinem Angriff Geld hortet, das könnte richtig böse nach hinten losgehen. Für den Kameraden. Der Abt ist jetzt bald am Angreifen, ne? Aber jetzt ist das Geld, glaube ich, gleich wieder verbraucht, oder? Ja, obwohl noch nicht ganz. Vielleicht hat der Sheriff auch Glück und ist rechtzeitig genug out of gold. Oh, die Schlange kommt. Oh, und der Abt auch. Das könnte eine Kombination werden, die sogar halbwegs effizient wird, weil der Sheriff hier hat nicht viel. Oh, der Emir, jetzt kommen alle. Okay, das könnte vielleicht wirklich kritisch für diesen Sheriff werden. Und wenn, ganz ehrlich, wenn der Angriff nicht funktioniert und es gibt keinen Toten, dann lasse ich es gut sein, dann starten wir das Ding neu. War auf jeden Fall ein interessanter Kampf dann bis hier. Aber es bringt dann halt einfach in der Hinsicht nichts. Weil dann wird so schnell keiner sterben. Das ist jetzt ein dreifacher Angriff. Das werden wir so schnell auch nicht mehr sehen, dass das gleichzeitig hinhaut auf jemanden, der jetzt gerade noch frisch konterbar ist. Wenn das nichts wird, dann machen wir den Neustart. Dann wird sich das noch lange ziehen. Viel zu lange. Oh, schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Ich meine, dass der Angriff wäre... Du könntest den 10-mal töten.
Frag erst, wie das mit dem Feuer wird. Weil hier ist auch so eine, hier ist so eine Feuergasse. Das ist es ja. Hier ist so eine Gasse gebildet, die ja alles ver... Aber sie schaffen es. Okay. Alles klar. Gut. Das ist extra so eine Feuergasse. Ich hab's gerade gesehen. Das ist extra bei Design. Dass das so eine Feuergasse ist, dass da alle durchrennen. Boah, ist das gemein. Ich erreiche langsam, aber sicher mein Ziel. Ich werde dieses Land regieren. Ich werde diese Steuerbase. Upsi, Vorsicht, ne, da ploppt eine Robbe auf. auch sind sie auf den Lautstärkeregler gekommen. Ich werde diese Steueroase regieren. Ich werde diese Steuern hinterziehen, mein Sohn. Die werde ich mich nicht abhalten. So. Okay, dann sind wir jetzt doch mal. Jetzt können es nur noch zwei sein, die als Ziel auftauchen. Jetzt wird es wahrscheinlich, dass die gewinnen. Dann können wir übrigens auch die Statistiken sehen. Dann gibt es nochmal schnell ein Rematch. Mit zwei Seiten. Einmal links, einmal rechts. Dann gucken wir mal, wie es wird. Oh, beide Sheriffs rücken gleichzeitig aus. Wir wollen es jetzt nochmal wissen. Das größte Problem ist ja, weil die hier vorbei müssen durch diese Engstelle. Ja, ich glaube, so an sich Engstellen zu haben, egal für ihn, auch wenn wir die Schlange da hinten reinparken. Ich meine, es wäre schon interessant, die an der Front zu haben. Gleichzeitig in einer... Ich bin mir gerade unsicher, was besser wäre, die direkt dran zu haben oder in der Linie. Ich glaube, ich mache die Linie einfach, dass alle KIs halbwegs gleichzeitig begehbar sind. Ja, da, mittlerweile wird es halbwegs gefährlich für einen Abt, aber der hat jetzt seine gesamte Armee da drin. Das wird so schnell nicht. Okay, der Abt jetzt bald mit 1000 Truppen. Also wer auch immer den Konterangriff jetzt... Ich meine, beide haben jetzt die Chance, weil beide jetzt gleichermaßen angegriffen haben, ne? Aber der rote Sheriff eher. Und das ist zum Vorteil für die Sheriffs, weil der rote ist der weiter hinten ist und dementsprechend besser tanken kann. Aber die Gasse ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt ist nur noch der eine Sheriff hier im Weg. Okay, der Abt baut nur wieder ordentlich auf, aber leider nur halb effektiv. Effektiv. Also mittlerweile kommt da ein bisschen was vom Abt. Mal gucken. Oh, der Schlangenangriff kommt mit dazu. Das könnte es interessant machen. Alter, Walter, das ist eine Armee. Alterus, Falterus. Und alle Mann rein. Und die Feuergasse wird es wieder regeln, ne? Ich würde gerne sagen, die Saugasse, aber ist ja nicht das Schwein. Ah, ich glaube, die Gasse macht es nicht komplett. Ne, der wird jetzt auch genatzt. Der Abt kommt euch jetzt holen. Genau da, wo ich gesagt habe, wenn das nicht wird. Aber genau deswegen habe ich ja gesagt, wenn es das nicht wird, dann wird es kein Angriff werden. Weil das vorhin mit dem der Dreierkombination, das waren die idealen Bedingungen. Also wirklich Konterangriff, drei KIs gleichzeitig, besser kann es nicht werden. Ja, jetzt gibt es eh nur noch ein Ziel. Jetzt ist es nichts mehr von wegen, jetzt wird der Falsche rausgepickt. Nur weil er, und dass er sich erholen kann. Gerade der am ersten, als erstes richtig auf dem Boden lag, überlebt am längsten. Das ist schon lustig. Echt guter Gag, Sheriff. Hab gut gelacht und jetzt geh bitte tot. Danke. Ja, Abt wieder ordentlich. Ich meine, der hat auch genug Reserven, da kann der Dauer pumpen. Der kann die Pumpe durchdrücken, der Junge. Ja, Sheriff, das ist sehr, sehr
einfach alle in den Feuertod geschickt, seine eigenen Truppen. Kann man machen. Oh, Emir ist da. Mit den Bogenschützen reiten alle in den Tod. Dann gucken wir mal. Ich glaube, der Sheriff... Ich meine, der hat jetzt durchaus Truppen da. Das heißt, er kann auf jeden Fall einmal gegenknubbeln, aber danach wird nicht mehr sehr viel kommen. Vor allem bei 3 KIs, die ihn angreifen. Also da wird immer irgendjemand gerade angreifen, um ihn empfindlich zu schwächen. Jetzt kommt noch Feuerball dazu. Genau jetzt. Und zwar in einem Abstand. Was ist das? Ein Abstand, dass der Abt jetzt nicht unbedingt verbrennt dran. Das Feuer wird wahrscheinlich wieder vorbei sein, bis der Abt da ist mit seinen Truppen. Das heißt, der Emir hat jetzt gerade die perfekte Vorarbeit geleistet. Und jetzt kommt der Abt noch und schießt auch nochmal drauf. Alter Falter, ist das viel. Okay, da wird nochmal angebrannt. Oh ja, das steht nicht lange. Jetzt wird er einmal wirklich komplett geräumt. Solange der Emir auch seinen Angriff nicht ablesen, die Feuerballisten sogar noch Feuerunterstützung geben, wird das interessant. Naja, der Abt ist gerade wirklich im reinen Aufräummodus. Ja, da ist beseitigt worden von den Feuerballisten jetzt. Jetzt geht's näher ran. Jetzt wird es nochmal interessant, was das Feuer sagt. Der Sheriff-Knubbel wird das niemals aufhalten können. Es sei denn, er hat jetzt wirklich... Obwohl, sein Blob wird gerade gut. Sein Blob wird gerade... Pass auf, die Schlange macht das jetzt. Obwohl, andererseits, der Blob ist noch so... Ach du liebe Zeit, das ist lang noch, das Teil. Und diese Truppenkarawane ist auch ziemlich groß, muss ich sagen. Okay, Sheriff hat alles abgerissen in Verzweiflung. Aber er kriegt das jetzt abgewehrt dank seinem Feuer. Wie der Abt jetzt mittlerweile Feuerballisten aufbaut, aber sie werden nie besetzt. Das ist interessant. Ja, er hat es echt überlebt. Jetzt, Schlange, macht das Ding. Die Schlange holt das Spiel. Jetzt kommen nämlich alle durch. Aber gut, die verbrennen trotzdem im Feuer, ne? Das macht auch keinen Unterschied, ob es jetzt Schlange... Ich meine, die Bogenschützen... Nee. Übel. Es bräuchte die berittenen Bogenschützen vom Emir wieder. Und die Feuerballisten, dass da ein bisschen geräumt wird. Bis der Abt wieder angreift, dürfte ein bisschen Zeit vergehen. Aber in der Zwischenzeit wird natürlich geschwächt. Ne? Da wird gerade nicht zugelassen, dass sich da wieder aufgebaut wird irgendwie. Diesmal gibt es keine Verschnaufpause. Jetzt wird der einzige Zugang noch in Brand gesteckt, wo die Leute durchkommen für die Wirtschaft. Oh, jetzt gehen sie hier lang. Ja, und der Sheriff ist total in den Seilen. Also davon hat er sich schon erholt in der Vergangenheit. Stell ich mal vor, der macht jetzt ein Comeback und haut alle weg. Aus irgendeinem Grund gibt es plötzlich einen Fehler und er fokussiert plötzlich die Schlange. Und dann macht er den Emir fertig und dann gibt es ein episches 1-gegen-1 Duell, ihr Sheriff gegen Ab. Das wäre so bescheuert. Größte Comeback der Geschichte, einfach nur. Ja, bis jetzt hat der Sheriff nichts wieder schön allein. Der kann ja keine Truppen ausbilden, weil sein Ausbildungslager auch ständig zerstört wird, ne? Aber wirklich, der Sheriff ist das größte Stehaufmännchen hier im Spiel. Also der macht wirklich Comebacks, das glaubst du nicht. Du lässt ihn jetzt ein paar Minuten in Ruhe und er ist wieder da. Vollständig. Das ist das Verrückte bei dem. Oh, jetzt greifen wir da alle gleichzeitig an. Schon allein die berittenen Bogenschützen hier sollten eine ganze Menge ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob die Feuerwerfer zu weit ausgeschaltet wurden. Wir werden sehen. Sieht so aus. Da ist doch ein paar waren unten, aber nur hier unten. Nirgendwo anders. Ja, das können die... Ja, okay, hier wird jetzt nochmal verbrannt. Wird sich zeigen, ob es reicht. Ich glaube fast nein. Nö. Jetzt kommt noch die Schlange dazu. Pass auf, Killsteel. Ah, Emir war's. Eine Nachricht von Emir. Oh, ich bitte vielmal zum Entschuldigung. Ich gewinne einfach zu leicht. Ja, du gewinnst einfach zu leicht. Was wollt ihr? Getötet drum. Der Sheriff hat die meisten gekillt. Ich hätte jetzt eher gedacht, wirklich, dass das andere Team mehr Kills geholt hat. Okay, ich glaube, die Schlange hat halt einfach viel reingefeuert. Ja. Die Schlange hat am meisten reingefeuert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, interessant. Gut, dann machen wir gleich noch ein Rematch. Alles klar. Wir machen euch jetzt in diese Aufstellung.
Zack, zack, zack. Und was diese Sicht angeht, Abt Emir Schlange. Machen wir es so. Schlange, der Abt in der Mitte, das müsste eigentlich... Sind wir mal vorteilhaft gegenüber dem Abt, dass er so den Rücken... Ja, machen wir es mal so. Abt Emir Schlange. Okay, wisst ihr was? Schlange in die Mitte. Weil Schlange ist jetzt diejenige, wo die Position mit am egalsten ist, wie die Burg ausgerichtet ist. Beim Sheriff kannst du nicht viel... Da hast du nicht viel Auswahl. Okay, machen wir so. Ab geht er. Rematch! Dann gucken wir mal, wie es hier wird. Hier, weil es geht mir darum, dass der Abt auf jeden Fall hier... Okay, auch wenn er hier seine Sachen nicht gescheit aufgebaut bekommt. Aber hier gibt es ja genug Quellen, so ist es nicht. Oh. Na, solange der Sheriff zumachen kann, ist ja alles gut. Und das kann er ja anscheinend. Oh, die bauen sich gegenseitig ein. Aber es ist so, dass die sich kombinieren. Die nehmen sich nicht den Platz weg. Das ist ganz knapp noch im Erträglichen. Ja doch, das ist baubar. Wir werden gleich sehen, ob ein Turm hinpasst oder nicht. Für einen Abt, aber müsste eigentlich vom Platz. Okay, ich darf ja eigentlich über Steine drüber bauen, ne? Bin mir gerade unsicher. Oh, wir haben einen ersten Schlangenangriff. Ein Schlangengriff. Schlongo de Longo. Aber ziemlich weggebröselt. Ja, okay. Die Sheriffs, die machen hier. Die harmonieren gut miteinander. Die haben sogar ihre Verteidigung vereinigt, wenn man das so will. Das ist sogar von Vorteil. Außer sie brennen sich aus Versehen. Nee, können sie nicht. Das ist der Pechgraben ist nur auf der Seite und hier auf der. Oh, wir haben Schlangenkatapulte. Und was vom Emir. Lang genug geschaut, lang genug aufbauen lassen und der Abt ist. Ja, komm, das passt. Die KI sind glücklich. Und, ja gut, wer hätte gedacht, das wird auf dem abgegangen. Ich bin, also mein Schock ist nicht vorzustellen. Der Abt wird angegriffen? Als Einstellung auf den mit dem meisten Gold? Nee, es muss ein Fehler sein. Das können wir so nicht stehen lassen. Sie müssen sich irren. Okay, hier geht wieder überall die Post ab. Ah, der Emir jetzt fröhlich am Schießen. Auch effektiv am Schießen, muss man ja sagen, an der Stelle. Die Schlange wieder am Anrücken. Ah, ich glaube, so wieder... Zu wen wollen die jetzt eigentlich, wenn die da andocken? Das sind ja beide Sheriffs quasi begehbar, ne? Okay, beim Sheriffs breit gerade alles ab. Das ist gerade so eine vereinte Front, die einfach alles hält. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wie sehr alles ist, vor allem im späten Spiel, wenn der Abt dann mal so richtig zeigt, wer die Hosen anhat. Also er nicht. Nächster Angriff, diesmal auf die Schlange. Hat die Schlange gerade am meisten Geld? Oder sind das einfach Störtruppen? Gucken wir mal kurz. Tatsache, der Abt hat gerade. Das war gerade wieder so ein Zufallsding, weil der Abt gerade kein Geld hat. So ein bisschen Jolos Abt. Da müssen wir mal noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Feuerballisten. Oh, der Emir mit dem nächsten Angriff. Wenn ich bezweifle, dass das sehr viel bewirken wird. Aber er ist grundsätzlich... Ja, wo geht das auf die... Das ist lustig, wie die aufgestellt sind, aber dann schießen die so... Voll die optische Illusion, wo die hinschießen und wo nicht. Am gefährlichsten für den Sheriff ist halt wirklich die Feuerballiste, die mit aufgestellt wird. Weil wenn die ja was anzündet, das brennt ein bisschen nach. Klar, wie gesagt, Phoenix ist da schon so, aber es wird den Sheriff trotzdem zurückwerfen. Beim Wettrüsten. Und jeder Sheriff ist bei diesem... Triumphirat hier wichtig. Das
für ein Triumphpirat. Der Trumpfpirat. Beim Abnur ein paar Angriffsdruck mal am Leben. Die Schlange am Vorrücken. Alle wollen so hoch, das könnte richtig nach hinten losgehen. Aber hat noch funktioniert, so halbwegs. Dann machen wir hier durch ein bisschen, müssen da aber vorbei. Das tut jetzt richtig weh. Ja, aber hey, besser als nichts zu bewirken. Jetzt geht's wieder auf den Abt. Aus offensichtlichen Gründen. Der hat sich meinen Ratschlag zu Herzen genommen. Ja, der Ratschlag war einfach weniger Steuern zahlen, Junge. Dann kommt das Finanzamt ganz von allein. Und es hat funktioniert. Schaut. Autsch. Wie zur... Oh. Aber... Ja, die Schlange hat ja eine Kohlepfanne drauf. Oh mein Gott. Die Schlange hat effektiv den Abt angezündet, weil sie seinen Pechgraben angezündet hat. Oh Mann, jetzt passiert das Kalif-Ding hier wieder. Der Sheriff kann es nicht... Okay, er hat sich gelöscht. Das ging in Ordnung, aber jetzt da alle Sheriffs hier. Ich glaube, das könnte es gleich für einen Abt gewesen sein. Aber es wäre schon kritisch für ihn geworden, selbst ohne das Anzünden. Und da brennt er. Das war jetzt aber... Das war jetzt der Sheriff. Das war jetzt der Sheriff mit der Feuerbilliste. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt kein Fremdeinwirken. Das kam ja von der rechts. Aber der Emir... Emir und Schlange wollen dem Abt aus der Papsche helfen. Okay, der war jetzt nicht so überzeugend. Schauen wir mal, was wir durch die ganzen Armbrustschützen, die jetzt hier kämpfen, ne? Ist ja Wahnsinn. Oh, der nächste Angriff, der wird auch wieder auf dem Abt gehen. Na, dreifach Druck auf dem Abt, das tut ihm schon weh, den Burschen. Oh Gott, der greift schon wieder alle an, oder was? Ah ne, aber jetzt ist der Abt nicht mehr das Ziel, weil der jetzt ja gerade am Boden liegt, ne? Das ist so die Sache. Die könnten es jetzt beenden, die Sheriffs wahrscheinlich, wenn sie weiter Druck machen, aber... Das Geld, der Geruch des Geldes, der weht gerade von woanders. Wo gibt's denn gerade das meiste zu holen? Bei der Schlange, interessanterweise. Na gut, der hat auch gerade angegriffen, ne? Der Abt erholt sich jetzt anscheinend wieder. Also ich glaube, hier ist so ein kritischer Moment, weil hier diese eine Kohlepfanne bei der Schlange steht. Kann sein, dass hier dieser Pechgraben hier und da von der Schlange angezündet wird und dann fängt die Apotheke Feuer und dann, ja, wisst ihr, wie es weitergeht. Aber das da oben rechts, das war jetzt wirklich der Sheriff. Der hat so ein Haus, glaube ich, angezündet oder so. Dann müssen die alles auf die Schlange schieben. Ein bisschen was kann man gerne. Hui, und ganz da unten hin, um sich direkt zwischen die Stühle zu stellen. Wenn man sich nicht entscheidet, von wem du abgeschossen werden willst, ne? dann sorgst du dafür, dass jeder mal was abhaben darf. Es geht wieder auf die Schlange, auf dem Weg wird sich mit dem Emir getroffen. Himmel, das ist trotzdem wieder übelst verwirrend. Ah, die Schlange verteidigt sich. Jetzt müsste der Abt einfach mal hergehen und die Schlange anzünden. So, da hast du es zurück. Ha, apropos Abt, der kommt jetzt hier auch raus zum Angriff. Zusammen mit dem Emir. Oh, die Feuerballiste hier könnte im Grunde so viel Schaden anrichten. Eine Feuerballiste könnte eigentlich alle drei Sheriffs anzünden, habe ich es richtig eingesetzt. Und das tut dann ein bisschen weh. Bin schon mini. Ein klein wenig Schmerz, der sich im Rektum ausbreitet. Aber eigentlich müssen die Sheriffs sich doch auch gegenseitig anzünden. Nee, können sie nicht. Weil der Sheriff so weit geht. Tatsächlich ist Sheriff für Teamkämpfe sehr zahm. Er kann seine Verbündeten nicht anzünden, weil die einzige Möglichkeit, wie er anzündet, sind eben. Auch wenn da Kohlepfannen oben sind, aber die bringen ja nicht viel. Ja, der kann das nur mit seinen Feuerwerfern machen. Und die Feuerwerfer werden in den seltensten Fällen so weit werfen, dass die den Verbündeten da anzünden. Den Verzündeten anbünden. Welch bündige Erklärung. So, jetzt ist hier gleich offen, aber das bringt da noch nicht viel. Okay, das ist gerade wirklich ausgewogen, der ganze Spaß.
Anders als Emils Mutter, weil die passt auf keine Waage mehr. Tut mir leid. Wie wollen wir es machen? Schlange ab, weil er schlappt. Das hatten wir schon mal. Schlappt mir. Aber ansonsten machen wir einfach mal Finanzamt. Speichern. Bast. Oh oh. Oh oh. Oh yeah, das war knapp. Also das hier ist so eine Todeszone, ne? Und da kommt der Sheriff auch gerade gerne vorbei. Also richtig gerne. Warum auch immer die KIs für dich. Jetzt liegt daran, dass Pechgräben für gewöhnlich eigentlich als neutral zählen, soweit ich weiß. Aber sie sind trotzdem grob einem Spieler zugeordnet, weil er deine eigenen Pechgräben kein Feuer auslösen. Eieiei. Abbilder mit einer Menge Knete. Der schwarze Sheriff mit dem meisten Geld aktuell. Dementsprechend sagte Emil, nehme ich. Die gehen nach da oben, okay. Okay, die Vollbeliste macht da gerade ein bisschen weg. Wie gesagt, wenn die Vollbeliste einmal da irgendwie. Nee, geht doch auf den anscheinend, oder? Auch komisch. Nee, geht doch hier oben. Ah, und zusammen mit dem Abt, der jetzt auch hier hochrückt. Interessant. Das ist sogar der mit Abstand am wenigsten Truppen. Vor der Hütte. Aber die verbrennen jetzt. Autsch. Oh, es hat funktioniert. Der Sheriff hat Feuer gefangen, aber der Sheriff hier unten. Das hat jetzt aber auch nicht so. Ja, ist schon wieder gelöscht. Jetzt greift die Schlange hier oben an. Die Lanzenträger-Invasion. Die gehen jetzt voll durch die Bogenschützen durch. Wahnsinn, ey. Brrr. Ja, da kommt nicht viel an. Okay. Könnte doch wieder ein sehr. Oh, ich dachte schon fast, der brennt jetzt hier unten auch. Der rote Sheriff am Angreifen und der Abt. Ja, okay. Lang genug Zeit gehabt, seine Truppen. Ja, der hat wieder Truppen da. So schnell geht er nicht kaputt. Der Junge. Aber er könnte wieder anbrennen. Nee, tut er nicht. Okay. Oder? Nee. Aber die Vollbeliste da oben könnte ihn vielleicht wirklich anbrennen. Also nicht Schlangen mit Schlangeneinwirkung, sondern hier. Tatsächlich von dem Gegner angezündet. Sowas soll es ja auch noch geben. Okay, der Abt hat sich soweit wieder gefangen. Der rote Sheriff hortet gerade. Okay, der hat auch gerade angegriffen, eine lange Zeit lang. Ja, dementsprechend ist das jetzt ein gutes Ziel. Also diese Konter könnten manchmal wirklich böse werden, ne? Oh, und der nächste jetzt. Jetzt gehen halt beide auf den roten Sheriff. Das ist halt so die Sache. Also den mit dem meisten Gold anzugreifen, ist halt perfekt für Konterangriffe. Aber das allergrößte Problem ist, wenn dieser eine Konterangriff nicht sitzt, dann wird halt nicht das Spiel zu Ende gebracht. Weil dann ist derjenige geschwächt und dann wird jemand anderes wieder fokussiert. Deswegen ist es auf den reichsten. Es kann manchmal wirklich richtig gute Konter eröffnen. Wie jetzt hier. Jetzt gehen alle auf den einen Sheriff. Aber dann kann es manchmal wieder hinverbrennen. Also es ist so eine Mischung aus. Manchmal ist es ultra gut und dann ist es wieder richtig, richtig schlecht, um Konsequenzdruck zu machen. Und die Einstellung Schwächster hat ja oftmals auch das Beste aus beiden Welten. Gehen die jetzt auch da hoch eigentlich? Die reiten jetzt auch die Mauer lang. Jo, geil. Aber ja, die Einstellung Schwächster hat auch das Beste aus beiden Welten, schlicht und ergreifend. Weil derjenige, der frisch angegriffen hat und alle seine Truppen verloren hat, der natürlich auch der Schwächste ist in dem Augenblick. Zumindest wenn es gleichwertige KIs sind. Und soweit ich weiß, die Einstellung Schwächster ist für gewöhnlich, wird die auch Balanced genannt, weil nicht nur der Schwächste angegriffen wird, es gehen viele Faktoren rein. Auch die Nähe zum Gegner. Also da wird ein Mix aus vielen Variablen genommen. Aber eine der wichtigsten Variablen ist halt nach wie vor, wer der schwächste Lord ist. Aber es werden viele Sachen mit einberechnet. Und manchmal, auch wenn zwar, wenn einer vielleicht stärker ist, wird er trotzdem angegriffen, weil er näher dran ist. Was durchaus Sinn ergibt, ne? Die werden gerade alle durch das Feuer. Ja, wohl, der Rest von der Karawane schafft es jetzt, glaube ich. Ja, weil das Feuer zwischenzeitlich gestoppt ist.
Ja, ich glaube, das war's. Tatsache. Ja, der Dreierangriff, der ist effizient. Wenn die den Dreier machen da drüben, dann bleibt beim Sheriff nichts mehr übrig. Dann wackelt die Erde. Eine Nachricht vom Abt. Ich erreiche langsam, aber sicher mein Ziel. Ich werde dieses Land regieren. Ich glaube, das war's schon wieder fürs Finanzamt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das... Ich meine, zwischenzeitlich sah es auch gut für die aus. Also der Abt wäre jetzt, wenn die weiter den angegriffen hätten, konsequenten Abt, wäre der Abt gefallen. Aber eben dadurch, dass jetzt eben der Abt zu geschwächt war und die anderen mehr Geld hatten, ist natürlich das Ziel gewechselt worden, ne? Das Team Finanzamt hätte schon gute Chancen gehabt, hier was zu holen. Und wäre es später im Spiel, wo der Sheriff dann mal richtig ordentlich Schwertkämpfer rausdrückt, hätten sie dann, wenn sie auf die Schlange geswitcht wären, auch ziemlich schnell die Schlange erledigt. Ich meine, sollte jetzt auf irgendeine Weise die Schlange fokussiert und getötet werden, können sich das Ding noch drehen. Aber ich glaube, es wird schwierig für zwei Sheriffs, das Ding jetzt noch zu drehen. Auch wenn die zwei Sheriffs gut zusammenarbeiten, weil die haben jetzt wirklich so ein Duett hier. Die haben sich schön ineinander gebaut, haben so eine schöne Todesgasse gebildet. Aber aktuell... Oh, wer hat jetzt eigentlich angegriffen? Das müsste eigentlich der Abt sein, ne? Da hat sich bloß hier unten gesammelt. Oh, beide Sheriffs versuchen es gleichzeitig. Wenn sie auf die Schlange gehen würden, könnten sie die Schlange vielleicht ausschalten. Aber so... Ich weiß ja nicht. Oh, Abtangriff wird gekontert. Halbwegs irgendwie vielleicht. Oh, eh mehr Schlangen. Jetzt kommen wieder alle zur Party. Nee, das kam nicht weit. Besten Chancen für Sheriff, das Sheriff-Team noch irgendwas zu reißen wäre, wenn die Schlange es ist, die jetzt mal fokussiert wird aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Zufall. Dann wäre es wieder ein 2 gegen 2 und dann könnte es vielleicht wieder eine halbwegs eine Chance geben. So. Wird der Sheriff das wahrscheinlich wieder überleben, aber... Was kann man schon Leben nennen in solchen Maßen? Ist es dies wirklich wert? Der einzige Sheriff, der ohne groß unter ohne große Unterschweife den Abt angreifen konnte, auf direkten Linie, ist jetzt weg. Die anderen beiden müssen da trotzdem wieder ein bisschen an den am Rest vorbei. Ist natürlich doof gelaufen, ne? Speichern. Erinnere mich dran, dass es dann in den nächsten Monaten auch wieder die Steuer ansteht. Ich will nicht. Also die Steuern zu zahlen ja von mir aus, aber ich will jetzt mal die Steuererklärung zu machen. So. Ja, der Abt wird bald wieder angreifen. Der Sheriff da unten, der hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Der ist immer noch ziemlich geschwächt. Oh, die Schlange. Jetzt kommen wieder alle gleichzeitig. Ja, Wahnsinn, das Dreierteam da. Die haben sehr oft simultane Angriffe. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie gut es harmoniert. Willst du drei grundverschiedene KIs sind. Okay, Emir und Abt sind sie vielleicht ein bisschen ähnlich, aber die Schlange ist eigentlich etwas komplett anderes. Oh oh. Ah oh. Und alle wollen sie durchs Feuer. Yay, die Polonaise in den Untergang. Alter, warum wollt ihr denn alle so dringend sterben? Oh, es sind trotzdem noch so viele Leute übrig. Ich glaube, ich weiß, wer am Ende die meisten Kills haben wird. Es hat wieder wehgetan. Aber entschieden ist das Ding. Ja gut, entschieden ist es schon, wie ich finde. Da bist du schon wirklich... Aber tot sind sie, ist er noch nicht. Und wirklich ultra empfindlich geschwächt auch nicht. Der kann da wiederkommen. Ich merke übrigens gerade, den Turm hier kann er nicht aufbauen. Aber ganz ehrlich, dass dieser Turm nicht aufgebaut wird, ist jetzt nicht die größte Schwäche. Es ist viel eher so, dass diese Öffnung hier wirklich Gegner durch diese Todesgasse durch beide Verteidigungen lockt. Das ist sogar eher von Vorteil für die Sheriffs, dass die offen ist. Die
Schlange jetzt schon wieder. Die Schlange ist wirklich eins nach dem anderen. Jedes Mal wissen. Hier, alle wollen sie durch diese Todesgasse und das dir merkt, wie die abgeböllert werden. Das ist ungewollt effektiv. Glückwunsch. Sheriff 2 und 3. Ausgerechnet der von Nottingham ist als erster gefallen. Der nächste Abtangriff kommt. Oh, und der Sheriff-Angriff kommt. Wenn die jetzt einfach aneinander vorbeilaufen könnten, wird das vielleicht richtig kritisch werden. Das könnte wirklich sehr kritisch für ihn abwerten. Sollte der Angriff jetzt nicht abgewehrt werden. Oh Gott, aber der Emir. Das hätte jetzt ein perfekter Konter sein können. Der wäre sich aus dem Weg gegangen und der Sheriff wäre einfach durch. Weil jetzt ist da wirklich nichts bei ihm drin gerade. Okay, jetzt wollen sie auf den Sheriff natürlich, weil der jetzt eben. Obwohl eigentlich der schwarze Sheriff muss jetzt mehr Geld haben, weil er frisch angegriffen hat. Es wechselt gerade so, ne? Oh, will der jetzt... Ne, das sind einfach Truppen, die rauskommen aus Panik. Ich dachte schon fast, der will jetzt angreifen. Also, überall wird gerade jetzt gekommen. Ja. Ich lasse das jetzt so stehen. Eine heiße Sache. Das Feuer macht Aua. Jetzt wird alles abgewehrt wurde, ne? Die Geister haben die Mauer weggenagt, aber die Gebäude stehen alle noch. Denen geht's gut. Ach, jetzt ist offen, jetzt ist niemand mehr da zum Angreifen. Schlange wieder am Anrücken. Alle gehen sie hoch, die Leitern. Da haben wir sie, die Schlangenpolonaise. Die durchaus auch was bewirkt hier. Nicht schlecht. Jetzt noch die Bogenschützen, die gut was wegmachen. Wenn jetzt noch irgendjemand den... Also die Schlange macht immer eine gute Vorbereitung, was die Sachen angeht. Die Angriffe. Eigentlich hätte man statt ein Emir auch einen Nisar nehmen können, ne? Der Nisar, der immer versucht, unsichtbar vor dem Staat zu sein. Das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Da hätte man mal einen Nisar wieder eingesetzt. Und dreimal Sheriff, die würden ja auch durch den Burggrab durchkommen. Das würde ja funktionieren. Ja, stimmt. Statt Emir einen Nisar zu nehmen, hätte er eigentlich auch funktioniert. Das ist der Steuerunsichtbare. Na komm, jetzt haben wir einen Emir. Passt ja auch. Das war auch der Ursprungsvorschlag, den jemand in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube, es war Darth Plagueis, soweit ich weiß. Stimmt. Nisar, der Steuerunsichtbare. Immer wenn jemand vom Finanzamt an der Tür klopft, ist er nicht da. Das ist seine Superkraft. Ja, der orangene Sheriff wird bald angreifen, aber die haben jetzt gerade das Problem, dass die nicht... Die müssten wirklich direkt nach dem Abtangriff angreifen, selber. Nach dem Abtangriff sind die halt auch so geschwächt, dass da nicht viel passieren kann. Jetzt sammelt er sich halt da vorne, das bringt nicht viel. Und jetzt noch vom Emir-Angriff noch mit extra in die Zange genommen. Nee. So leicht wird das nix mit den Nachbarn. Tut mir leid, Sheriff. Dies wäre ihr Preis gewesen. Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Oh, und jetzt gehen sie alle da oben lang. Und das ist ein sehr kurzer Weg von dieser Treppe. Da ist nur ein kurzer Weg, wo gezündelt werden kann. Das könnte das Ende des orangenen Sheriffs sein. Ja, aber jetzt, das wäre ein Augenblick. Jetzt könnte der schwarze Sheriff raus und den Abt umnatzen. Das wäre die einzige Möglichkeit für ein Comeback für die. Oh, wie schnell ging das denn? Da wurde nicht mal einmal gezündet, kann das sein? Aber hier, die einzige Möglichkeit für den schwarzen Sheriff... Ja, jetzt ist es zu spät. Er hätte jetzt mitten beim Angriff hätte er kommen können und den Abt umnatzen können. Oh, ich bin vielmal zum Entschuldigung.
Ich gewinne einfach. Hat die Mönche da angezündet. Hihihihi, die Schlange einfach so kichert an sich rein. Hier war das lustig. Ja, Valoran, ich weiß, was du vorhast. Die Schlange gerade ist echt Wahnsinn, wie viele Truppen da rauskommen jetzt. Gut, sind alles Lanzenträger, aber man darf nicht vergessen, die Renten, die sind durchaus eine Bedrohung. Jetzt geht's hier hoch. Miep, miep. Road Snake, Ranne. Die Schlange kann durchaus eine Bedrohung sein, ne? Schlungo de Longo. Sag ich dann nur. Und der Abt will's mal wieder wissen. Und der Emir dazu. Eine Nachricht vom Chef. Oh, schon wieder. Oh, oh. Hier wird es wohl ziemlich schnell aufgehen. Da ist offen jede Menge Feuer. Ich glaube, die schaffen es, oder? Ne, die verbrennen. Aber jetzt wird die Schlange wahrscheinlich schon fast wieder... Obwohl, angreifen ist so eine Sache. Ich meine, vom Sheriff ist nicht viel übrig. Aber der nächste Angriff wird dauern. Die Schlange braucht ja auch mindestens 700 Truppen aktuell. Und Abt und Emi haben gerade frisch angegriffen. Der Sheriff hat noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen, aber in der Zwischenzeit wird wohl nicht so viel passieren. Wie ruhig es plötzlich hier ist. Wahnsinn. Ich muss sagen, dies überrascht mich sehr. Schlange oder Abt? Wer wird zuerst angreifen? Wahrscheinlich die Schlange. Wird es reichen, dass die Schlange den Kill holt? Ich weiß nicht. Die Armbrustschützen sind noch ein so großes Problem. Vor allem auch die, die ja bei der Apfelfarm da draußen noch stehen. Ah, die Schlange greift wieder an. Auch wenn es ein bisschen dauert, bis die Truppen sich gesammelt haben. Jetzt kommen zwar die Einheiten. Ah ja, die werden jetzt halt ziemlich weggeböllert. Feuerwerfer sind, glaube ich, auch noch da. Nee, das schafft die Schlange nicht. Das ist einfach doch zu... Das ist zu krass. Zu viele Armbrustschützen plus Schleuderschützen, die können halt ewig viele Lanzenträger abwehren. Aber die Bogenschützen haben vielleicht ein bisschen was räumen können. Oh, Feuer. Wo ist denn nur der Emir in Zeiten dieser Not, der mit seinem berittenen Bogenschützen irgendwas räumen könnte? Das Einzige, der jetzt da was machen kann, effektiv. Schlange hat zwar auch ganz gut Bogenschützen, aber nicht bei dieser Verteidigung da effektiv was zu bewirken. Die berittenen Bogenschützen vom Emir werden da besser geeignet oder die Feuerballisten, die damit aufgestellt werden. Was reichen wir, das ist so eine Frage. Ich meine, die Bogenschützen hier vom Abt, ja, können auch ein bisschen was bewirken. Ah, hier, genau die Burschen werden gebraucht dafür, für den Job. Das klingt nach einem Job für Horse Archer Man. Himmel, dieser Mikroruckler. Ja, fast schlimmer als Mikroplastik. Oh, oh. Oh, oh. Eine Nachricht vom Sheriff. Schon wieder kein Geld mehr. Und die Berittenen retten mittendurch. Ey, so viel zu Horse Archer Man, ey. Das ist ja gerade Horse Salami Man. Obwohl Salami ist Rohwurst, ne? Verdammt. Horse Lasagna. Horse Lasagna. Ja, jetzt schaffen sie es. Ja, jetzt kommen sie langsam durch und drücken und drücken und drücken und da verbrennen sie wieder. Geil. Am Ende wurde es aber doch was. Am Ende blieb nur die Ente. Eine Nachricht vom Abt. Ich erreiche langsam, aber sicher mein Ziel. Ich werde dieses Land regieren. Der Spatz, das war doch auch meine... Aber mit großem Abstand, ne?
Das war auch meine Vermutung, wo ich gesagt habe, ich weiß schon, wer am meisten Truppen getötet hat, aber nicht nur ein bisschen mehr. Er hat mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte. Der hat da wirklich richtig losgelegt, der Spaßbursche. Der Emir hat am meisten Gold gescheffelt. Deswegen ist das Finanzamt hinter ihm her. Der Abt hortet mehr, der Emir macht mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das für diesen KI-Kampf. Schreibt weitere Vorschläge für zukünftige Kämpfe, falls euch thematisch irgendwelche einfallen. Gerade thematische wären ganz lustig, wie jetzt so einer. Irgendwas mit einer kleinen lustigen Hintergrundgeschichte oder sonst irgendeine Verbindung. Gerne in die Kommentare und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zu weiteren KI-Kämpfen. Bis dahin, bye bye.